Ich weiß, jetzt kommt ein Thema, was euch wahnsinnig doll interessiert und deswegen freue ich mich auch sehr auf das Video und eigentlich sollte es schon gestern, passend zur Eröffnungsfeier, ein Video dazu geben. Aber dann kam ja bekanntlicherweise etwas dazwischen. Heute aber kümmern wir uns voll und ganz und sehr ausführlich um den neuen Istanbuler Flughafen. Ein Megaprojekt und der Airport ist nun offiziell eröffnet und da soll in Zukunft noch was ganz Großes draus werden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich sehr auf dieses Video. Dieser Flughafen hier könnte womöglich bald der größte Flughafen der Welt werden. Seit gestern ist er offiziell eröffnet und es gibt erst einmal 5 Verbindungen mit nur einem Flugzeug. 3 Ziele im Inland innerhalb der Türkei und dazu geht es noch nach Zypern und nach Aserbaidschan. Damit stellt man natürlich erst einmal keinen neuen Passagierrekord auf. Bis zu den 200 Millionen Passagieren im Jahr ist es also noch ein weiter Weg. Aber er ist offen und damit hat er dem Hauptstadtflughafen in Berlin natürlich schon mal einiges voraus. Da gibt es übrigens auch eine Neuigkeit zu. Und zwar wurde jetzt quasi bestätigt, dass die Eröffnung im Herbst 2020, was echt noch ganz schön lange hin ist, nicht in Gefahr sei. Man hat jetzt einen klaren Zeitplan mit entsprechender Risikovorsorge. Diesmal möchte man es auf jeden Fall schaffen, heißt es zumindest. Gut, von mir aus. Aber lasst uns bis dahin mal lieber um die Flughäfen kümmern, die wirklich bis 2020 fertig werden. Und dazu gehört seit gestern nun mal der neue Istanbuler Flughafen. Zwar in etwas abgespeckter Form, aber darum kümmern wir uns später nochmal. Lasst uns erst einmal über die Idee hinter dem neuen Flughafen sprechen. Es ergibt natürlich aus vielerlei Hinsicht Sinn, einen großen internationalen Flughafen in der Nähe von Istanbul zu bauen. Aber Argument Nummer 1 ist meist, dass die Stadt in der Mitte der Welt liegt. Es behaupten immer mal wieder Städte von sich, dass sie in der Mitte der Welt liegen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr dehnbarer Begriff und es scheint im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr dehnbare Mitte zu sein. Obwohl man da auch schon wieder drüber diskutieren kann, wie man auf der Oberfläche einer Kugel die Mitte des Ganzen sein kann. Aber gut, wir schweifen ab. Auf jeden Fall ist Istanbul scheinbar die Mitte der Welt. Ganz sinnfrei ist diese Bezeichnung selbstverständlich nicht. Denn wenn man es so möchte, liegt Istanbul nun mal zwischen Europa und Asien und wenn man es ein bisschen weiter fassen möchte, auch zwischen Australien und Amerika. Und bevor die Flüge andersrum kürzer sind, kommen die meisten irgendwo in dieser Mitte nochmal zusammen. Das kann entweder, wie gesagt, ein sehr dehnbarer Begriff, das kann in Frankfurt sein, in London, in Wien, in Abu Dhabi, hauptsächlich in Dubai oder zum Beispiel in Istanbul. Gute Flughäfen in dieser Region leben von ihrer Funktion als Drehkreuz, als Verbindungspunkt zwischen den eben genannten Kontinenten. Und das geht nicht nur für die Passagierluftfahrt, sondern auch für Fracht. Und allein aus geografischen Gegebenheiten macht es also Sinn, einen großen internationalen Flughafen irgendwo in dieser Gegend zu platzieren. Des Weiteren arbeitet der Atatürk Airport in Istanbul schon seit Jahren an seiner Kapazitätsgrenze. Ihn zu erweitern ist nur eingeschränkt möglich, wodurch die Option eines neueren, moderneren Flughafens, eines größeren Flughafens außerhalb der Stadt natürlich auf lange Sicht die beste Möglichkeit zu sein scheint, um den immer weiter wachsenden Luftverkehr auch auf lange Sicht zu bewältigen. Und es gibt, genauso langfristig, der Fluggesellschaft des Landes, Turkish Airlines, die Möglichkeit, immer weiter zu expandieren. Die Airline, also Turkish Airlines, wuchs quasi mit dem Atatürk Airport zusammen in den letzten Jahrzehnten zu etwas sehr Großem heran und erarbeitete sich rund um 2010 recht hohes Ansehen in Europa und auch in Amerika, wodurch die Fluggesellschaft zu einer wirklich guten Alternative zu den Nahost-Carriern wurde, also zu Emirates, Etihad Airways und Qatar Airways. Und das ist sie auch heute immer noch. Und diese Fluggesellschaft jetzt zusammen mit einem riesigen, modernen, neuen Flughafen, etwa 58 Kilometer vom Stadtzentrum von Istanbul entfernt. Ich glaube, die Wunschvorstellung hinter dem Ganzen wird langsam klar. Jetzt muss man das ganze Ding nur noch bauen. Und das ist zumindest nach aktuellem Planungsstand in 4 Bauphasen unterteilt, die ich euch gerne mal Stück für Stück erklären bzw. erzählen möchte, weil daran kann man eigentlich ganz gut den Gedankengang und den Weg zum womöglich bald größten Flughafen der Welt erkennen. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gerne mal ein bisschen falsch erzählt wird. Das, was da gestern eröffnet wurde, das ist auf gar keinen Fall der größte Flughafen der Welt. Und der wird es auch in naher Zukunft nicht werden. Denn erstens, ein Flughafen wird nicht durch seine Kapazität der größte Flughafen der Welt, sondern durch die wirkliche Anzahl an abgefertigten Passagieren pro Jahr. Und selbst wenn der neue Istanbuler Flughafen die Kapazität von Anfang an ausschöpfen könnte, die er bis Ende des Jahres erreichen soll, dann würden da noch 15 Millionen Passagiere pro Jahr fehlen, bis er überhaupt erst am aktuell größten Flughafen der Welt in Atlanta in den USA dran wäre. Also eigentlich ganz klar, ein Flughafen wird natürlich nicht von jetzt auf gleich der größte Flughafen der Welt.
Das Potenzial aber, das ist da. Angefangen hat man aber natürlich mit Bauphase Nummer 1 von 4, von aktuell 4. Und diese sieht erst einmal vor, dass man das Terminal baut, das Terminal 1, welches übrigens das größte Terminal der Welt ist, welches unter einem Dach zu finden ist, mit 1,44 Millionen Quadratmetern, was eine ganze Menge ist. Dazu, der Tower musste gebaut werden, 3 von 6 Start- und Landebahnen, das auch alles nach aktuellem Planungsstand. Es können auch mehr Landebahnen werden, das wird man dann vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwann sehen. Dazu sollte noch ein Hotel dazukommen und die ganzen Rollwege, das Vorfeld musste natürlich fertig werden. Das sind die Dinge, die erst einmal grob bis gestern fertig sein mussten, weil würde eins davon fehlen, dann wäre es quasi kein richtiger funktionierender Flughafen und eine Eröffnung hätte gar keinen Sinn gemacht. Und das sehen wir auch auf den Bildern, der Flughafen, so wie er gestern eröffnet wurde, der ist auch wirklich als Flughafen zu erkennen. Es ist ein funktionstüchtiger Airport. Und trotzdem ist der neue Flughafen in Istanbul noch immer eine große Baustelle. Denn auch in Istanbul hat sich einiges ganz massiv verzögert, sodass der eigentlich für gestern geplante große Umzug der Fluggesellschaften vom alten Atatürk-Flughafen zum neuen Istanbuler Flughafen, der hat nicht stattgefunden, weil viele Dinge halt eben einfach noch nicht fertig sind. Der Eröffnungstermin allerdings, der war auf jeden Fall fest. Denn gestern war der 95. Nationalfeiertag des Landes. Und das ist ein sehr wichtiger Tag für die Türkei und damit natürlich auch der perfekte Tag für Erdogan, um sein prestigeträchtiges Projekt zu eröffnen. Dennoch kann man das, was da gestern passiert ist, vielmehr als symbolisches Ereignis sehen, als symbolische Eröffnung. Wirklich offen, so wie man sich den eigentlichen Flughafen vorstellt, ist das ganze Ding nämlich noch nicht, was auch der anfangs erwähnte sehr überschaubare Flugplan, der aktuell da noch stattfindet, zeigt. Es ist vielmehr eine Testphase, die jetzt noch die nächsten Monate stattfindet, neben den ganzen Bauarbeiten, die dann noch erledigt werden müssen, damit der Flughafen wirklich als solcher für eine große Anzahl an Passagieren funktionieren kann. Dafür hat man die Bauphase Nummer 1 also an dieser Stelle noch einmal unterteilt. In die Dinge, die wirklich bis gestern fertig sein mussten, damit man den Flughafen als solches eröffnen kann. Und in die Dinge, die dann in den nächsten Monaten noch folgen werden, damit der Flughafen als solches auch funktionieren kann. Und dann, nach aktuellem Planungsstand, werden die Fluggesellschaften Ende des Jahres zum neuen Flughafen in Istanbul umziehen. Turkish Airlines wird dann voraussichtlich am 1. Januar 2019 als letzte Fluggesellschaft zum neuen Istanbuler Flughafen umgezogen sein und an diesem Tag von dort aus den Betrieb wieder aufnehmen. Das kann man dann damit auch als Ende von Bauphase Nummer 1 verstehen mit einer maximalen Passagierkapazität von 90 Millionen. Damit wäre dieser Flughafen nicht der größte Flughafen der Welt. Das kann er damit noch nicht werden. Die zweite Bauphase kommt dann kurz danach, je nach Bedarf, und wird dann wohl 2022 nach aktuellem Planungsstand beendet sein und bringt die vierte Start- und Landebahn. 2025 kommt dann die Phase Nummer 3, die dann das zweite Terminal und die fünfte Start- und Landebahn bringt. Und Phase Nummer 4 kommt dann mit der sechsten Start- und Landebahn. Dann befinden wir uns zumindest, wie gesagt, nach aktuellem Planungsstand im Jahre 2027. Damit würde man dann auch in 9 Jahren die maximale Passagierkapazität von 200 Millionen Passagieren erreichen. So ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nur die grobe Planung. Wirklich erweitert wird der Flughafen dann so, wie es gebraucht wird. Es kann also schneller gehen oder es kann länger dauern. Die Jahreszahlen können sich also verschieben. Bedeutet gleichzeitig aber auch, und das ist ganz wichtig, dass das noch nicht das Ende sein muss. Also dieser Flughafen hat nicht eine maximale Passagierkapazität von 200 Millionen, sondern das kann dann auch noch weiter ausgebaut werden. Da hat man sich natürlich jetzt drum gekümmert, dass man den entsprechenden Platz hat. Auf den Bildern ist natürlich unschwer zu erkennen, der Flughafen ist wirklich sehr modern. Es ist alles hell, es sieht alles gut aus und wenn es sich von dort aus auch nur halb so angenehm fliegen lässt, wie es sich jetzt auf den Bildern vermuten lässt, dann dürfte das ein sehr gern angenommenes Drehkreuz sein. Aber da bin ich mal sehr gespannt auf Global Traveler TV, die da bestimmt noch den ein oder anderen Lounge-Check am neuen Istanbuler Flughafen machen werden. Aber das dauert bestimmt noch ein bisschen, weil wie gesagt, aktuell ist noch eine Baustelle. Bei dieser Baustelle hat man sich aber um eine ganz wichtige Gegebenheit gekümmert, die dem Istanbuler Flughafen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten deutliche Vorteile einbringen könnte. Und zwar, es gibt eine ganze Menge Platz, denn das ist meist das größte Problem bei der Erweiterung eines Flughafens. Wie gesagt, 200 Millionen muss in Istanbul nicht die Grenze sein. Je nach Bedarf kann das da weiter erweitert werden. Und nach aktuellem Planungsstand 2027 mit den maximal 200 Millionen Passagieren pro Jahr soll der Flughafen auf 76 Millionen Quadratmetern stehen, was echt eine ganze Menge Platz ist. Und wie gesagt, da geht auch noch mehr. Der aktuell größte Flughafen in Atlanta, und zum Vergleich, steht auf nicht einmal 20 Millionen Quadratmetern. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Wie gesagt, es muss auch der entsprechende Bedarf bestehen. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du einen Flughafen mit maximaler Kapazität von 500 Millionen Passagieren pro Jahr hast und es gibt nur eine Ryanair-Verbindung nach Dublin. Das ist dann irgendwie schlecht. Damit ein Flughafen also groß werden kann, erfolgreich wachsen kann, braucht er auch eine erfolgreich wachsende Fluggesellschaft. Das war tatsächlich der größte Vorteil des Flughafens in Dubai, denn der ist quasi mit Emirates immer weiter gewachsen auf aktuell eine Kapazität von über 90 Millionen Passagieren pro Jahr.
Damit ist der Flughafen in Dubai aktuell größer, als der neue Istanbuler Flughafen 2019 sein soll. Das Wachstum geht ja auch dort weiter. Dubai baut seit Jahren an dem Dubai World Central Airport. Schon wieder eine Stadt, die scheinbar in der Mitte der Welt angekommen ist. Aber gut, der Flughafen steht mittlerweile schon ganz ordentlich im Frachtverkehr und soll dann auch in den nächsten Jahren im Passagierverkehr richtig ordentlich wachsen können. Wird er wahrscheinlich auch tun. 2025 wird man nach aktuellem Planungsstand die maximale Passagierkapazität von 160 Millionen Passagieren pro Jahr knacken. Dazu die maximale Frachtkapazität von 12 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Das ist ziemlich genau das Sechsfache von dem, was der Frankfurter Flughafen im Jahre 2007 geschafft hat. Und das alles auf einer Fläche mit der Airport City, aber die gehört zum Istanbuler Flughafen auch dazu, das alles auf einer Fläche, die doppelt so groß sein wird, wie die Fläche, auf der der Istanbuler Flughafen im Jahre 2027 stehen soll. Denn Platz ist dort in der Wüste noch viel weniger ein Problem. Aber wie gesagt, auch hier muss das Wachstum mit einer Fluggesellschaft zusammen erfolgen. Es bringt auch hier wieder nichts, wenn der Dubai World Central Airport mit 27 Start- und Landebahnen immer weiter wächst, aber es wollen keine Passagiere dahin. Oder wir schauen halt mal nach Peking. Da baut man aktuell an einem Flughafen, der schon im nächsten Jahr eine maximale Kapazität von 130 Millionen Passagieren haben soll. Ergänzend zu dem Flughafen, zu dem knapp 100 Millionen Passagiere starken Flughafen, den es aktuell in Peking sowieso schon gibt. In Istanbul wird der aktuelle Flughafen, der Atatürk Airport, seinen Betrieb einstellen, so schnell wie möglich, wenn es am neuen Istanbuler Flughafen alles läuft. Dementsprechend dort die ganzen Fluggesellschaften beheimatet sind, dann wird man den Istanbuler Flughafen, den es aktuell gibt, dicht machen. Also das, was in den nächsten Jahren flughafentechnisch auf uns zukommt, das ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend. Und hoffen wir mal, dass das, was dann da in den nächsten Jahren, wo auch immer, an welchem Ort auch immer passieren wird, dass das dann auch in einem für die entsprechenden Arbeiter, die das Ganze umsetzen, die mehreren tausend Arbeiter, die das an den jeweiligen Orten umsetzen, dass das dann auch für die in einem vernünftigen Maße, in einem verträglichen Maße über die Bühne geht. Denn mit Kritik zu diesem Thema musste der neue Istanbuler Flughafen in den letzten Monaten ganz ordentlich kämpfen. Neben den scheinbar katastrophalen Arbeitsbedingungen ging es da in verschiedensten Artikeln immer mal wieder um Todesopfer auf der Baustelle. Das zog vor allem dadurch eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich, weil es verschiedene Lager gab, die auch komplett unterschiedliche Zahlen in den Raum geworfen haben. Auf der einen Seite hätten wir da zum Beispiel die türkische Tageszeitung Cumhuriyet, die als Quellenangabe Schätzung eines Arbeiters nahm und dann eine Zahl bis Februar 2018 von Baubeginn an von ungefähr 400 Todesopfern in den Raum stellte. Die türkische Regierung, die reagierte darauf und sprach von 27 Todesopfern. Wo die Wahrheit da liegt, keine Ahnung, das können wir an dieser Stelle nicht beurteilen und ist für uns natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Gerade erst im letzten Monat erregte dann aber nochmal ein dort stattgefundener Protest tausender Mitarbeiter auf dieser Baustelle entsprechende Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das können wir aber hier an dieser Stelle nicht nachvollziehen und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das Ganze zu beurteilen. Allerdings gibt es ja leider immer wieder Großbauprojekte. Zum Beispiel ganz oben auf der Liste steht natürlich die WM 2022 in Katar, was aber sicherlich nochmal in einer ganz, ganz anderen Liga spielt. Es gibt immer wieder Großbauprojekte, die mit solchen wirklich negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen. Eine ganz wichtige Frage müssen wir aber jetzt noch abschließend zum neuen Istanbuler Flughafen beantworten. Und zwar, wie heißt der neue Flughafen denn jetzt? Erdogan selbst hat es gestern bei der Eröffnung beantwortet. Und zwar, der Flughafen heißt Istanbul Airport. Und ganz ehrlich, ist der cleverste und schlauste Name, den man für diesen Flughafen wählen konnte. Er ist einfach, er ist total sinnvoll. Und er ist vor allem völlig ohne Wertung und total neutral. Ich habe beim letzten Mal zu diesem Thema schon gesagt, dass ich es persönlich für keine gute Idee halten würde, den Flughafen nach Erdogan zu benennen. Und es war sicherlich selbst seine Entscheidung, ob er das tun möchte oder nicht, oder ob er das für richtig hält oder nicht. Es ist nun mal sein großes Projekt und er war dafür verantwortlich, dass dieser Flughafen überhaupt in dieser Form so gebaut wird und gebaut werden kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn das sein Projekt ist, egal ob man Erdogan mag oder nicht, es bringt zu viel Politik in die Sache mit rein. Und aus internationaler Sicht gibt es schlicht und einfach keinen cleveren Namen für diesen Flughafen als Istanbul Airport. Und damit soll es das zum Istanbuler Flughafen gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Eine Bitte hätte ich an dieser Stelle aber noch. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Achtet aber bitte darauf, dass ihr sinnvolle und vor allem respektvolle Kommentare schreibt. Das ist völlig egal, aus welcher Richtung sinnlose Beleidigungen kommen und in welche Richtung sie gehen, ist es wirklich völlig egal, aber das brauchen wir hier nicht. Da haben wir keinen Bock drauf und damit könnt ihr irgendjemand anderem auf den Sack gehen, aber nicht hier und das muss ja nicht sein. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf morgen, da gibt es ein neues Video und dann bis morgen und tschüss.